Und damit herzlich willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu einer weiteren Folge von 8 of Conquest. Es geht wieder los. Und es geht wieder weiter. Leider ohne Avalon, weil er keine Energie mehr. Marco ist auch bald erledigt. Dann nehmen wir noch Avril mit. Die Pferde kann weg. Die Schwertkämpfer werden gegen Lanzenträger ausgetauscht. Und dann bin ich eigentlich happy. Pferde eher nicht. Nehmen wir mal hier lieber Bogenschützen mit. So, fast exaktische Kraft, exakt identische Kraft. Allerdings sind wir wesentlich stärker, wenn wir einfach einen Vorteil haben. Lanzen gegen Dings sind einfach wesentlich heftiger. Lanzen gegen Pferde. Auch wollte ich mal Mana ausgeben von Avril. Ihr seht ja, wie schnell die schmelzen, die Gegner. Einfach mal so einen richtig fetten, eine richtig fette Lanze in die Seite. Oh, Bogenschützen haben sie gekillt. 1 und 5 verletzt. Aber ich habe ja. Geh weg. Lass das. Er hat 303. Er kann mich nicht angreifen, du Lutscher. Ich bräuchte 150.000, du Penner. Verzieh dich. Hier, seht ihr? Er wollte. Er wollte. Ich hab's gesehen. Das ist ein Lutscher, ey. So. Hier nehmen wir Pferde mit. Avril kommt mal raus. Dafür kommt er wieder mit rein. Um die Masse an Skelettis zu killen. Wobei es ein Fernkämpfer, ne? Ah, hätte ich ihn die ganze nach hinten stellen sollen. Das ist okay. Hier noch der Streuschuss von Mako. Bam, bam, bam. Er hat ordentlich welche wegrasiert. Ja, meine Schwertkämpfe gehen jetzt mal ein paar drauf. Das ist nicht so schlimm. Ich hab genug davon. Ich hätte aber gedacht, als wir die Stadt eingenommen haben, dass wir nicht aus der Stadt vertrieben werden können, bis unser 8-Stunden-Schild abgelaufen ist. Also ich dachte, wir, aber das ist nur gegen Ressourcenschutz, Ressourcen gewesen, dass man keine Ressourcen geklaut bekommt. Garrat nehmen wir noch ein. Deswegen, demnächst werde ich auch, sobald ich in der Void gewesen bin, wieder zurück nach Hyrule ziehen. Einfach, ich habe keinen Bock. Ein Mantel. Schon ewig keine Items mehr gefunden. Ich habe aber keinen Bock, dass mir jedes Mal das ganze Lazarett einfach vollgeknallt wird. Ja, nehmen wir Izzy mit. Mit irgendwelchen Einheiten, weißt du, die ich dann halt wiederbeleben muss. Das nervt einfach nur ungemein. Deswegen, sobald ich dann das Void kurz gemacht habe, ich werde kurz reingenäht statt Void machen und wieder rausgehen. Das war's dann. Die sind stark, die sind sehr stark. Und dann halt wieder, wie gesagt, nach Hyrule ziehen, ohne dass ich halt meine gesamte Garnison verliere, weil das einfach. Ihr seht's ja, es dauert Ewigkeiten, diese Mistviecher wieder zu regenerieren. Und darauf habe ich einfach keine Lust. Weil ich habe, ihr seht jetzt hier genug Einheiten, die ich durch das Spielen regenerieren muss. Da habe ich dann keine Nerven mehr hier, die ganzen anderen Einheiten. Eine Quelle. Gut, Moment. Das nervt mich ja sowas von. Wir haben mal kurz Whole Facts freischalten, damit die durchlaufen können. Müsste eigentlich funktionieren. Jetzt seht ihr die Hauptstraße. Das dürfen wir aber danach nicht vergessen zu machen, Whole Facts, die gesamte. Hier oben müsste das irgendwo sein. Raka-Ninjas, boah, wow, geil. Kann man sie gleich mal testen, weil die Dinger. So war es gewesen. Da. Wird sowieso überfallen, ist egal. Ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Ist ja nicht so schlimm. Also, Garnison ist einfach nur Schrott. Auch wenn ich irgendwie die Heilungszeit um 40% verringere, ist es trotzdem wahnsinnig viel Zeitaufwand, den man da investieren muss. Wir werden hier Vega nehmen. Das ist einfach nur Schrott, weißt du? Das ist einfach nur dumm. Oh, Marco, mein Kleiner. Du hast leider keine Energie mehr, mein Freund. Ich weiß nicht, wo genau sie immer die Einheiten killen.
Ja, weiß ich nicht. Lass sie einfach da stehen. Ich weiß jetzt nicht, wo ich zuerst hier hin soll. Mag Gott erstmal keine Energie mehr, das heißt, ich werde die ganzen anderen Helden jetzt erstmal nutzen. Auch wenn sie nicht ganz so cool sein werden. Aber so ist es halt, weil wenn ich jetzt irgendwo von einem Gegner angegriffen werden würde und ich einen wertvollen Energietrank bei einem Helm verwenden würde, würde sowieso jeder minus 1 Energie kriegen. Das denke ich mir gerade so, wenn ich im feindlichen Gebiet unterwegs bin, ja, dann nutzt doch lieber alle Helden aus. Da ist schon wieder einer. Er hätte mich angreifen können. Glücklicherweise geht er wahrscheinlich irgendwo hin, wo er gerade ein Dings gesehen hat. Eine Lieferung, eine Ladung. Hier nehmen wir, naja, Ruf hier ist ja ungeeignet. So. Aber das sind Magier, die mir 0,5% Leben abziehen. Ist auch uncool. Ich würde hier ungern die Reiter hinschicken, oder? Na, machen wir die Reiter. Ist okay. So. Moralverfall bei den zwei Gegnern. Da hinten auch Moraleinbruch. Sehr schön. Immer mehr Moral einbrechen hier. Yay, 16 Sekunden für den Kampf gebraucht. Allerdings ein paar Einheiten verloren. Das ist aber nicht so schlimm. Alles okay. Man darf die durchaus mal verlieren. Ja, wer hat meine Sendung überfallen? Yay, der Typ von gerade eben war es gewesen, glaube ich. Das war auf jeden Fall einer von Dunwolf. Alter, du bist ein Penner, ganz ehrlich. Nimm meine scheiß Kristalle mit, aber lass mal den Elixier in Ruhe, du. Ich hasse solche Leute, ganz ehrlich. Ich hasse es, dass mir fast 50% geklaut wird. Ich würde ganz gerne ihn mitnehmen. 50% der Ressourcen sind und wird einfach weggenommen. Das ist total stupid. Ich hasse das einfach nur. Freeze! Das hätte man wahrscheinlich zuerst machen sollen. So ist hier nicht so gut gewesen. Da war Ava schon wesentlich wichtiger. Die machen einfach so einen kranken Schaden, diese Scharfschützen. Oder die sind nicht mal Scharfschützen. Mit einer Elefantenbuchse hier, Büchse rumschießen. Das ist super nervig. Aber gut, solange sie nur meine Schwertkämpfer töten, ist in Ordnung. Aber verletzen töten wäre ungünstig. Ja. Verletzen ist mir lieber. So, hier ist mal wieder easy. Ein easy Kampf. Wir nehmen mal mit. Lass mal so. Bam, 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 bam. 7, 8 Sekunden habe ich gebraucht. Das schnellste war 4 Sekunden gewesen bei mir bisher. Der schnellste Kampf 4 Sekunden. Er wird keine Energie mehr. Ärgerlich. So. Dann komme ich nicht mehr hin, okay. Das ist dann wirklich anderes Gebiet. Da haben wir die Raken Ninja. Assassine. Ninja aus dem Osten spezialisiert darauf, Schwachstellen der feindlichen Verteidigung mit den vernichtenden Angriffen zu überfallen. Schattenhieb aktiv. Reaper at Target Location. Okay. Cost Mirror Image aktiv. Das sind alles halt wirklich aktive Fähigkeiten, ne? Schon krass. Aber da sie leider Metrie kosten, möchte ich das nicht. Zumal die ja eh nur Level 2 sind, ist mir ein bisschen zu schwach. Vega. Ich habe so viele Schwertkämpfer schon verloren. Über die letzten zwei Folgen. Ne, drei Folgen nehme ich jetzt schon auf. Okay. Habe ich nichts gesagt. Dann sind schon 45 Minuten, die ich in etwa kämpfe. Dass ich ein paar Einheiten verliere, ist in Ordnung. So, jetzt kämpfen wir mein Dings an. Mein Skelett auf, was eigentlich mehr HP haben sollte. Ich gucke gleich mal in die Skill-Beschreibung. Ja, gut. Soll mal ihn fokussieren hier. Er macht schon krassen Schaden, ne? Also er hat schon wirklich viele Einheiten beschädigt hier. Es hat ein kostenloses Geld, das finde ich total cool, dass der wirklich kostenlos ist. Das ist einfach die natürliche Macht von Ghazul.
So, Helden. 11.000 Grund-AP. Das war damals nicht so viel gewesen, bin ich der Meinung. Da waren es vielleicht 8.000 oder so gewesen. Hier könnte man jetzt theoretisch diese Stadt angreifen. Er hat 136 Garnisonen drin. Aber wenn man den halt angreift, dann kriegt man halt maximal 23.000 Holz. Also theoretisch der PvP-Aspekt sollte schon verfolgt werden. Aber ich habe auch nachgefragt gehabt bei meinem Haus, wenn man Truppen während des Angriffes verliert, sind sie wirklich tot. Und da habe ich dann erst recht gar keinen Bock drauf. Also alle meine Einheiten zu verlieren, das ist echt Bullshit. Mag ich nicht. Deswegen mache ich das auch nicht. Ich habe da keinen Bock, die Gegner anzugreifen. Oh, mal Rufio. Jetzt können wir Rufio mitnehmen, das ist okay. Bam! Ja, Sprung! Alter, die machen so einen Damage auf ihm. So einen Damage auf ihn. Ah, meinetwegen, komm, heile ich mal ein bisschen. Auch wenn es nicht so viel bringt. Wenn die angegriffen werden, trotzdem. So, wir gehen gleich ein Level up. Schön, schön, schön. So, wir können einmal hier oben lang laufen. Ein bisschen Elixier, 230, 3300 Kraft. Vielleicht sollte man langsam mal einen dritten Helden reinsetzen. Ja. Hier auch wieder die Lanzenträger. Bogenschützen. Ist okay, denke ich. Weil mein Rufe, glaube ich, gleich irgendwie abnippeln wird, habe ich das Gefühl. Der wird sich gleich mal woanders hinstellen. Oder. Ich hoffe, ihr überlebt es. Ja, locker. Ach, so viel Schaden machen die nicht. Das Skelettopfer kann jetzt noch ein bisschen tanken, hoffentlich. Ein Sperrkämpfer verletzt, einer tot. Und Wege hat noch nicht das Level ab. Alter, ich frage mich echt jedes Mal, was das soll, dass sie irgendwie gefühlt nur noch ein XP brauchen jedes Mal. 447 sind es noch. Das ist eine ganze Menge. So, auf dem Dings jetzt, sieht aber auf dem Screen immer nicht so krass aus, ne? Geht's auch noch lang? Ne, nicht ohne was freizuschalten. So, wir können mal theoretisch, ne? Items. Okay, will keiner haben. Also, keiner will jetzt 10 Energietränke für 320 Mithrila mehr. Andersrum, die wollen halt Gold raushauen, um Mithril zu kriegen oder so. Gazoot hat keine Energie mehr. Da würde ich sagen, fangen wir jetzt wieder an mit Makro. Jetzt haben wir nämlich keine Energie mehr. Das ist okay so. Denke ich, auch wenn es Fernkämpfer sind, die Lanzenträger kommen da schon schnell genug ran. Hoffentlich. Ansonsten müssen wir mal ein bisschen nachhelfen und betäuben. Bam! Marco schießt gleich mal dahinter. Wobei, braucht er gar nicht. Aber ich will trotzdem. Bam, bam, bam! Trifft die da hinten einfach easy going. Das ist schon cool. Ein paar verloren, aber ist nicht so schlimm. Und da hat Vega Level 15 erreicht. Yay! Sehr schick. So. Dass das im Tränk einsammeln immer so lange dauert, das nervt ein bisschen. Okay. Ich würde sagen, wir machen mal ganz kurz eine kleine Pause. Wir haben mal wieder 15 Einheiten fertig generiert. 76. Alter, das sind noch so viele hier, weißt du? Das ist so nervig. Einfach 1,5 Stunden noch und dann haben wir locker nochmal 2, 3 Stunden weitere Einheiten regenerieren. Das ist so nervig. So nervig. Ja, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge davon Art of Conquest. Bis dahin. Ciao.